Ja, ich grüße euch wieder ganz herzlich zum Heimspiel, dem Videopodcast der FEG Nidderau zum Mitreden. Schön, dass ihr dabei seid wieder am Sonntag, den 11. Juli. Und es ist fast wie immer. Gleich gibt es ein Lied und danach einen kurzen Predigtimpuls und es werden wieder Fragen eingeblendet, wo ihr dann einfach die Pause-Taste drücken könnt, um darüber ins Gespräch zu kommen. Aber es gibt diesmal eine kleine Besonderheit. Es gibt nicht nur Fragen. Wartet mal ab und seid gespannt, was da heute noch kommt. Ihr könnt natürlich auch das Video einfach komplett euch angucken und danach werden alle Fragen oder was sonst noch kommt, nochmal eingeblendet und ihr könnt euch dann darüber austauschen. Wichtig ist uns, dass ihr die Gelegenheit nutzt, darüber ins Gespräch zu kommen. Denn das ist das Ziel dabei, dass wir nicht nur, dass nicht nur ich hier was erzähle, sondern ihr euch gegenseitig etwas erzählt zu den Themen, um die es geht. Natürlich freuen wir uns auch wieder über eine kleine Spende, wenn ihr uns etwas spenden wollt. Gerne auch eine große Spende, aber wie auch immer, wenn ihr uns etwas spenden wollt, dann findet ihr alle Infos dazu auf unserer Website ganz unten unter dem Punkt Spenden. Ich darf euch gerne jetzt schon einladen für den nächsten Sonntag. Am 18. Juli gibt es wieder einen Open-Air-Gottesdienst am Schlosskeller in Windecken auf dem Außengelände und um 10.30 Uhr geht es da los. Diesmal etwas ganz Besonderes. Wir haben ja auch einen Flyer rumliegen. Das Thema heißt, wie das Leben spielt. Und es geht um Inspiration für deine persönliche Geschichte. Und ich muss euch sagen, ich bin ehrlich gespannt, wie dieser Gottesdienst wird, denn ich bin so gut wie gar nicht beteiligt. Ich bin mega gespannt, was sich da ein paar Leute Kreatives ausgedacht haben. Auf jeden Fall ladet dazu ein, kommt gerne hier vorbei, wenn ihr könnt und holt euch noch ein paar Flyer ab zum Weitergeben am 18. Juli am Schlosskeller. Jetzt wünsche ich euch eine gesegnete Zeit und einen guten Austausch hier beim Heimspiel. Du rufst mich raus aufs weite Wasser, wo Füße nicht mehr sicher stehen. Dort finde ich dich im Verborgenen, mein Glaube trägt im tiefen Meer. Ich bin dein und du bist.
vertraue. Lass mich auf dem Wasser laufen, wo immer du mich hinführst. Führ mich tiefer, als ich selber jemals gehen kann, denn ich fest im Glauben stehe in der Gegenwart des Retters. Führ mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue. Lass mich auf dem Wasser gehen, wo immer du mich hinführst. Führ mich tiefer, als ich selber jemals gehen kann, dass ich fest im Glauben stehe, in der Gegenwart des Retters. Führ mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue. Lass mich auf dem Wasser laufen, wo immer du mich hinführst. Führ mich tiefer, als ich selber jemals gehen kann, dass ich fest im Glauben stehe, in der Gegenwart des Retters. Führ mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue. Lass mich auf dem Wasser laufen, wo immer du mich hinführst. Führ mich tiefer, als ich selber jemals gehen kann, dass ich fest im Glauben stehe. Ich schau so weit ich sehen kann, und kommt die Flut, hältst du mich fest in deinem Arm, denn ich bin dein und du bist mein. Ja, wir sind immer noch in der Predigtreihe zum Buch Nehemia. Predigtreihe heißt Neustart, und ich kann euch jetzt ehrlich noch nicht sagen, ob es tatsächlich das letzte Thema dazu ist. Vielleicht ist es heute der Abschluss, vielleicht gibt es nochmal einen Nachschlag. Das steht noch nicht ganz fest. Auf jeden Fall geht es um das Thema Neustart. Die Juden starten neu nach dem babylonischen Exil in ihrer Heimat in Jerusalem. Und sie starten neu, indem sie der Tempel ist schon wieder aufgebaut, und sie bauen die Stadtmauer wieder auf. Und dieses Projekt ist jetzt abgeschlossen, was Nehemia da geleitet hat. Und jetzt wird berichtet von dem feierlichen Gottesdienst, den sie danach begehen. Und es ist ganz interessant zu sehen, sich diesen Gottesdienst mal anzuschauen, zu sehen, durch welche Achterbahn der Gefühle die Juden bei diesem Gottesdienst gehen. Drei unterschiedliche und ziemlich heftige Reaktionen der Menschen werden berichtet aus diesem Gottesdienst, und das lohnt sich, sich das mal genauer anzugucken. Die erste Reaktion der Menschen in diesem Gottesdienst ist, und das scheint naheliegend zu sein bei einem Gottesdienst, Anbetung. Wir lesen den Text aus Nehemia Kapitel 8, die Verse 1 bis 6. Da heißt es: Am ersten Tag des siebten Monats, als alle Israeliten wieder in ihren Städten wohnten, versammelte sich das ganze Volk auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den Schriftgelehrten Esra, das Buch mit dem Gesetz zu holen, das der Herr dem Volk Israel durch Mose gegeben hatte. Da las der Priester Esra das Gesetz vor den Männern und Frauen und vor den Kindern, die alt genug waren, um es verstehen zu können. Alle hörten aufmerksam zu, vom frühen Morgen bis zum Mittag. Esra stand auf einer Plattform aus Holz, die man eigens dafür errichtet hatte. Weil Esra einen erhöhten Platz hatte, konnten alle sehen, wie er die Schriftrolle öffnete. Da stand das ganze Volk auf. Esra pries den Herrn, den großen Gott, und alle riefen mit erhobenen Händen: Amen, so soll es sein. Dann warfen sie sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zum Boden.
Ja, wie gesagt, die Stadtmauer ist fertig und die extra dafür zugereisten Helfer sind wieder nach Hause, sind wieder in ihre Heimatstädte gezogen und man versammelt sich jetzt zu einem Gottesdienst. Und der Schriftgelehrte und Priester Esra liest aus dem Gesetz vor und alle hören wie gebannt zu. Dass hier so ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass er dazu für alle sichtbar eine Schriftrolle öffnete, das ist übrigens kein Zufall, sondern es kommt daher, dass das noch relativ neu war. Bis zur Zeit des Exils in Babylon gab es nämlich Schriften nur sehr vereinzelt. Und das Wort Gottes und seine Gottesgeschichte mit dem Volk Israel wurden vor allem mündlich überliefert. Erst im Exil und danach, so um 400 vor Christus, also um die Zeit von Nehemia herum, erst so um diese Zeit herum entstand die Tora als Buch, also die ersten 5 Bücher Mose, wie wir sie heute kennen. Als ein Buch in Anführungsstrichen, also eine Buchrolle, als das verschriftlichte Wort Gottes. Wenn hier also, wie es heißt, aus dem Gesetz vorgelesen wird, dann ist damit erstmal nur die Tora gemeint. Erst 200 Jahre später kamen dann die prophetischen Schriften zum Beispiel hinzu. Auch wenn die als einzelne Schriften zu der Zeit schon lange existierten, kamen sie erst später, wurden sie sozusagen zum Kanon, zu den heiligen Schriften mit hinzugenommen. Die Bibel ist ja nicht vom Himmel gefallen. An keiner Stelle behauptet sie selbst so etwas. Auch nicht, dass Gott irgendwann diese Büchersammlung, die sie ja eigentlich ist, dass Gott diese, die irgendwann sozusagen fertig verschnürt, überreichte. Oder dass er alles Wort für Wort den Autoren diktierte. Das sagt die Bibel so nicht. Vereinzelt kommen solche Aussagen vor, die betreffen dann einzelne Passagen vielleicht mal. Aber das ist nicht das Selbstverständnis der Bibel oder der biblischen Schriften als Ganze. Es war also für die Menschen hier wirklich etwas Besonderes, etwas Neues. Die Geschichte der Schöpfung und der Urväter Abraham, Isaak und Jakob und so weiter, all das stundenlang am Stück aus der Bibel vorgelesen zu bekommen. Die Geschichte vom Auszug aus Ägypten, als aus einer Familie, aus der Familie von Jakob oder Israel, wie er dann später genannt wurde, ein wirkliches großes und freies Volk wurde. Wie dieses Volk von Anfang an sich immer wieder gegen Gott aufgelehnt hat und immer wieder bitter die Konsequenzen auch seiner Rebellionen tragen musste. Und wie Gott immer wieder trotzdem einen Neustart mit ihnen machte. All das hören sie und da passiert etwas Ergreifendes. Wir haben das gerade gelesen, da heißt es, Esra pries den Herrn, den großen Gott, und alle riefen mit erhobenen Händen, Amen, so soll es sein, dann warfen sie sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zum Boden. Da, wo die Menschen diese Geschichte hören, diesen großen Kontext begreifen, da werden sie von dem Gehörten berührt und in die Anbetung geführt. Denn sie finden sich wieder in dieser Geschichte. Gerade auch mit ihrer aktuellen Situation als Zurückgekehrte aus dem Exil, in das sie aufgrund ihrer Auflehnung ja auch erst gekommen sind. Und sie kommen ins Staunen über diesen Gott und seine Geschichte mit ihnen als seinem Volk. Und über Gottes Geduld und Treue ihnen gegenüber. Die Bibel zeichnet sich nicht dadurch aus, dass sie eine Sammlung aus theologischen oder weltanschaulichen Richtigkeiten ist. Sie ist nicht insofern Gottes Wort, dass jedes einzelne Wort in ihr von Gott persönlich kommt oder diktiert worden wäre. Das ist gar nicht ihr Anspruch, sondern sie ist auch ein von Menschen geschriebenes Wort. Das wird an ganz vielen Stellen deutlich. Aber sie ist Gottes Wort, weil sie davon spricht, wie Gott sich den Menschen zuwendet. Und weil durch sie und in ihr Gott redet und einem in ihr begegnet. Die Bibel zeugt von Gott. Sie ist Teil der Schöpfung. Sie ist ein Geschöpf, wenn man so will. Sie ist nicht Gott selber. Sie ist nicht göttlich. Aber sie zeugt von Gott. Jesus legt großen Wert auf diese Feststellung übrigens. Als er den religiösen Führern seiner Zeit sagt,
Ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Nicht die Schrift selbst ist göttlich und lebendig, aber sie zeugt von Gott. Sie weist auf ihn hin, auf Jesus letztlich hin. Und der lebendige Gott gebraucht sie, redet durch sie und offenbart sich in ihr. Das tat er damals und das tut er auch heute noch. Und deshalb führen diese alten Worte aus diesem damals noch ziemlich neuen Buch die Zuhörer in die Anbetung Gottes. Sie führen sie in die Anbetung Gottes, weil sie sich in dem Erzählten wiederfinden und weil sie Gott in dem Erzählten wiederfinden, der sich mit seiner unkaputtbaren Liebe und Treue selbst in der Bibel zeigt. Ein wichtiger Teil dieses Neustarts in Jerusalem ist es, dass die Menschen sich von diesem menschlichen und göttlichen Wort, von diesem Zeugnis der Liebe Gottes neu treffen lassen und sich in die Anbetung führen lassen. Hast du dich mit deiner Situation schon mal so in der Bibel wiedergefunden und in ihr oder mit ihr eine Begegnung mit Gott gehabt, so dass es dich zum Staunen gebracht und in die Anbetung geführt hat? Die staunende Anbetung ist nicht die einzige Folge dieses Gottesdienstes. Die emotionale Achterbahnfahrt hat gerade erst begonnen. Da heißt es weiter, die Leviten legten den Versammelten das Gesetz aus. Sie lasen laut aus dem Buch vor und erklärten Abschnitt für Abschnitt, damit das Volk es wirklich verstehen konnte. Als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Die nächste Reaktion, die Gottes Wort bei den Menschen bewirkt, ist Betroffenheit. Hier kommen jetzt andere Menschen zu Wort. Nicht nur der Priester Esra liest aus der Tora vor, sondern auch weitere aus dem Priesterstamm Levi. Und es wird auch nicht nur gelesen, sondern auch erklärt. Zusammenhänge werden erläutert. Das Gesetz wird ausgelegt und angewendet auf konkrete Situationen. Also genau das, was später dann die Rabbiner, die Schriftgelehrten zur Zeit Jesu taten. Der Priester Esra ist der erste, der in der Bibel auch als Schriftgelehrter bezeichnet wird. Also hier wird ganz vieles, hier startet auch ganz vieles neu zur Zeit von Esra und Nehemia. Das, was wir später als rabbinisches Judentum zur Zeit Jesu kennen. Und diese gründliche Beschäftigung mit der Bibel, mit dem erklärten und verschriftlichten Willen Gottes, mit dem Verständnis dessen, was da steht und was das bedeutet. Diese Beschäftigung führt zu einer tiefen Betroffenheit beim Volk. Und es wird erstmal nicht näher erläutert, was genau hinter dieser Betroffenheit steht. Ob es die Reue ist über die Fehler der Vergangenheit, ob es vielleicht auch eine Angst ist, den Forderungen des Gesetzes nicht zu entsprechen. Ob es einfach so eine Ergriffenheit von Gottes Heiligkeit ist, so ähnlich wie auch in der Mose-Erzählung, als Gott dem Volk, dem ganzen Volk am Berg Sinai begegnet und sein Reden wie Donner und Posaunenschall beschrieben wird und mit Blitzen und dunklem Rauch einhergeht. Und das ganze Volk erschrocken zurückweicht und nur Mose die Nähe Gottes erträgt. Das klingt hier so ein bisschen an, diese Erschrockenheit auch vor Gott selbst. Es wird nicht ganz klar beschrieben, was hier der Grund ist. Aber das könnte man sich vorstellen, dass diese Aspekte da so mit reinspielen. Hier heißt es erstmal nur, dass die Menschen weinten. Auch das kann eine Folge sein, wenn man die Bibel wirklich auf sich wirken lässt. Dass Gott so durch sie redet, dass er uns mitten ins Herz trifft. Dass Tränen fließen, weil wir so tief getroffen sind davon, wie groß und heilig und unfassbar Gott ist.
und wie berechtigt seine hohen Ansprüche an uns sind. Und gleichzeitig wie liebevoll und wie persönlich und wie nahbar Gott ist. Und wie geduldig und mitfühlend er uns vergibt und immer wieder neu mit uns anfängt, immer wieder einen Neustart wagt. Ich persönlich bin nicht besonders nah am Wasser gebaut. Du kannst mit mir den tragischsten Film dir angucken, meine Augen werden nicht anfangen zu glänzen. Selbst bei den Geburten meiner Kinder, die allesamt unvergesslich für mich bleiben werden. Geburten sind ja so Momente, wo manche Männer erzählen oder meistens dann eher ihre Frauen erzählen, wie sie da wirklich geweint haben und in die Tränen kamen, weil sie so gerührt und ergriffen waren. Auch da habe ich nicht geweint. Ist bei mir halt so. Ich bin da nicht so nah am Wasser gebaut. Aber was mir tatsächlich immer wieder die Tränen in die Augen treibt, das ist, wenn mir bewusst wird, wie sehr Gott mich liebt. Wenn mir vor Augen steht, wie der Schöpfer des Weltalls, dessen Wort Welten und Leben aus dem Nichts erschaffen hat, dass, wie der aus Liebe zu uns Teil seiner Schöpfung wurde, nicht in Form eines Buches, sondern in Gestalt eines Menschen, der sich sogar für einen grausamen Tod nicht zu schade war. Das ist es, was mich immer wieder auch zu Tränen rührt. Letztlich auch das Wort Gottes, das Mensch gewordene Wort Gottes. Hat das Wort Gottes, das Schriftliche oder das Lebendige, hat das Wort Gottes dich schon mal zum Weinen gebracht? Jetzt ist das alles bisher recht ernst. Es geht um Anbetung Gottes und dann um emotionale Ergriffenheit. Aber dabei bleibt es nicht. Die emotionale Achterbahnfahrt steuert auf den Looping zu. Wir lesen weiter ab Vers 9. Aber der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Gesetz auslegten, ermutigten sie. Seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein Festtag. Er gehört dem Herrn, eurem Gott. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt. Bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten, seid nicht traurig, denn dieser Tag gehört Gott. Da gingen die Versammelten nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten mit denen, die selbst nichts besaßen, denn sie hatten verstanden, was man ihnen verkündet hatte. Nach Anbetung und Tränen geht es nun direkt in die verordnete Partylaune. Priester und Leviten und Nehemia, die gerade noch das Volk mit ihren Predigten zum kollektiven Weinen gebracht hatten, die trösten nun die Menschen und verordnen regelrecht ein Freudenfest. Und zwar mit allem. Esst und trinkt und ladet auch andere dazu ein. Alle sollen feiern. Oder wie vor einigen Jahren ein chronisch etwas durchgeknallter Freund von mir immer mal wieder gerne sagte, wollt ihr jetzt wohl endlich fröhlich sein? Das ist schon bemerkenswert. Man könnte ja meinen, jetzt wo die Menschen so richtig betroffen sind und erfüllt von heiligem Ernst, dass der Priester und die Leviten es dabei belassen und sagen, ja genau, haltet das fest, bleibt in dieser Haltung. Die Anbetung und die betroffene Ehrfurcht vor Gott, die geben euch Kraft. Aber sie reißen das Ruder rum, das Stimmungsruder. Gott will jetzt nicht, dass ihr trauert. Das ist sein Tag und es ist ein Grund zur Party, ein Grund zum Feiern. Ladet Gäste ein und fahrt gutes Essen auf. Damit ehrt ihr Gott.
Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich finde das unglaublich sympathisch. Gott will Party. Gott will ein Freudenfest. Und damit klar ist, dass das nicht irgendwie nur eine geistliche Metapher ist und für so eine unheimlich geistliche und innere, freudige Haltung spricht, damit das ganz deutlich ist, gibt Esra auch noch Anweisungen, bloß nicht beim Essen zu sparen. Macht ein Festessen, lasst es krachen und ladet auch die ein, die sich kein Festessen leisten können. Und so irdisch und so kulinarisch das hier tatsächlich gemeint ist, so sehr steht doch trotzdem dahinter auch natürlich eine geistliche Motivation. Die Freude am Herrn gibt euch Kraft, so heißt es hier in der Hoffnung für alle Übersetzung. Bei Luther heißt es, vielleicht kennt das auch der ein oder andere so als Liedzeile, da heißt es, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Eigentlich müsste man sogar noch genauer übersetzen, ist euer Schutz. Die Elberfelder ist ganz wörtlich und übersetzt, die Freude am Herrn, sie ist eure Bergfestung, eure Burg. Freude ist unser Schutz, unsere Bergfestung, unsere uneinnehmbare Burg. Sie ist die letztliche Folge der Begegnung mit Gott durch sein Wort. Sie schützt unser Herz vor Angriffen und macht uns fest im Glauben. Und sie darf und sie soll ganz irdische Begleiterscheinungen haben. Und deshalb sollen wir nicht in einer heiligen Andacht die ganze Zeit verbleiben oder in einer betroffenen Trauer, sondern wir sollen den Grill anschmeißen und feiern, dass Gott gut ist und dass er uns immer wieder einen Neustart machen lässt. Und so endet diese Achterbahnfahrt, dieser emotionale Gottesdienst mit stundenlanger Bibelarbeit beim gemeinsamen Feiern. Und ich finde diesen Schlusssatz so wunderschön. Sie aßen und tranken und teilten mit denen, die selbst nichts besaßen, denn sie hatten verstanden, was man ihnen verkündet hatte. Ich will das mal etwas gewagt umdrehen, diesen Satz. Wenn uns die Beschäftigung mit dem Wort Gottes, wenn die uns nicht zur Freude führt, nicht zum Feiern bringt, wenn die Beschäftigung mit dem Wort Gottes uns nicht dazu bringt, den Grill anzuschmeißen, dann haben wir etwas nicht verstanden. Wir haben nämlich Grund zum Feiern. Nicht nur, weil ein Neustart für uns als Gemeinde möglich ist. Oder weil er vielleicht mit der neu eingesetzten Gemeindeleitung und den wieder begonnenen Open-Air-Gottesdiensten schon ein gutes Stück weit gelungen ist, sondern vor allem deshalb, weil sich Gott, der Große und der Heilige und der Unfassbare, immer wieder auch zeigt als der Gnädige und der Liebevolle und der ganz Nahbare. Abschließend als Drittes habe ich keine Frage für euch, sondern eine Herausforderung. Eine Challenge, wie man heute sagt. Und zwar eine Party-Challenge. Ladet jemanden zum Essen ein. Und zwar zum Festessen. Macht einen Grillabend oder kocht euer absolutes Lieblingsessen, was ihr unbedingt mal jemandem zeigen wolltet. Oder tischt Käse und guten Wein auf. Wie auch immer, lasst es krachen. Und überlegt euch, wer sich über eure Einladung wirklich freuen würde und ladet ihn oder sie ein mit dem kompletten Anhang, der noch dabei ist. Und wenn ihr wollt, dann schickt mir bis zum Ende der Sommerferien, sagen wir mal bis zur ersten Woche nach den Ferien, schickt mir euer Beweisfoto. Und alle, die mitmachen und mir ein Beweisfoto schicken, die kriegen dann auch die anderen Beweisfotos gezeigt. Ihr bekommt das dann zu sehen. Also, keine Frage abschließend, sondern die Party-Challenge. Fahre großzügig Essen und Trinken auf und lade dazu Leute ein. Gott zu begegnen kann die unterschiedlichsten Auswirkungen haben. Ehrfürchtige Anbetung, tiefe Betroffenheit. Aber ich glaube, es ist kein Zufall, dass Jesus die zukünftige, die endgültige Herrschaft Gottes, die ultimative Begegnung mit Gott
die nie mehr aufhört, dass Jesus die vergleicht mit einer Hochzeit, mit einem tagelangen Freudenfest, wo gegessen und getrunken wird. Freude ist der schönste Ausdruck der Herrschaft Gottes. Und Freude ist mehr als angemessen, nicht nur bei einem gelungenen Neustart. Ich wünsche euch einen guten Appetit.